Ich fange jetzt nicht mit den Altvorderen an, das soll nicht despektierlich sein, sondern ich fange mit der Jugend an. Agnieszka, als du in die Grünen eingetreten bist, war die Partei schon ein Vierteljahrhundert alt, 2004. Und mich würde jetzt einfach interessieren, was hat dich zu der Zeit bewegt, motiviert, in diese Partei einzutreten, die da schon Regierungserfahrung hatte mit Rot-Grün im Bund, davor auch in Hessen. Das war eine andere Partei als die, die hier gegründet wurde. Was war deine Triebfeder, Mitglied zu werden? Ja, meine zwei Triebfedern sind eigentlich in diesem tollen Video, was Sandra und Olli präsentiert haben, schon vorgekommen. Das eine passt sehr gut zu dem Gründungsimpuls der Grünen Jugend. Nämlich habe mich unfassbar geärgert über die Politiker und Politikerinnen und habe dann irgendwann festgestellt, wenn ich mich die ganze Zeit nur aufrege, dann wird die Welt unterm Strich eher ein kleines Tickchen schlechter, weil die Freundinnen und Freunde, die sich dafür nicht interessieren, kriegen schlechtere Laune. Ich kriege permanent schlechtere Laune und es ist auch besser, vielleicht zu versuchen, etwas zu ändern. Habe dann natürlich auch sehr schnell gelernt, dass es die Politiker gar nicht gibt, sondern wie überall im Leben gibt es gute und schlechte, ob das Lehrer, Freunde oder Politiker sind. Und das Zweite war in der Tat, das war das Ende von Rot-Grün, dieses, was hier gezeigt wurde, als was sich liebt, das fetzt sich. Mich hat es total beeindruckt, wie die Grünen gerungen haben, gerade in diesen schwierigen außen- und sicherheitspolitischen Fragen, dass sie sich nie einfach gemacht haben, dass sie versucht haben, dieses schwierige Spannungsfeld zwischen Frieden und Menschenrechten aufzulösen. Und ich meine, diese Arbeit beschäftigt mich ja heute auch im Bundestag immer noch und es gibt da keine einfache Antwort und das war etwas, das hat mich unfassbar berührt. Und da wusste ich, da ist meine politische Heimat. Damals war das noch nicht so cool. Ja. Aber inzwischen ist es cool. Ja, also ich musste so schmunzeln, weil du gesagt hast, du als Vertreterin der Jugend, ich habe jetzt ein paar Mal die Situation gehabt, wo jemand von der CDU im Bundestag gekommen ist und gesagt hat, Sie, Frau Brugger, als alter Hase. Weil auch das ist etwas, wofür ich dieser Partei unfassbar dankbar bin, dass man jemandem mit 24 einen Listenplatz für den Bundestag gibt. Das ist in anderen Parteien alles andere als selbstverständlich. Und das ist toll, dass ich hier auch die Chance bekommen habe, weil die Grünen eben Wert auf Vielfalt, auf Fairness, auf Gerechtigkeit legen und auf eine Repräsentanz all der verschiedenen Gruppen in unserer Gesellschaft. Dann komme ich zu einem richtig alten Hasen, wenn man das so sagen darf, Winfried. Du bist schon sehr lange dabei, du hast die Partei mitgegründet, du hast auch deinen eigenen Weg zu den Grünen finden müssen und das haben wir ja alles schon beschrieben und du hast sehr lange die harte Oppositionsbank gedrückt, 30 Jahre lang im Landtag, hast dich abgekämpft mit anderen, mit den Freunden, Konzepte zu entwickeln und der Regierung Paroli zu bieten und mit eigenen Ideen zu kontern. Und dann warst du plötzlich an der Macht. Was macht die Macht mit dir und was hat die Macht mit den Grünen gemacht? Erstmal muss ich was korrigieren. Oder ja, der Müntefering zitiert, Opposition ist Mist. Das habe ich nun noch nie behauptet. Im Gegenteil, auf dem Sassbach-Waldener Parteitag habe ich einen Antrag eingebracht, auf dem stand als Überschrift, eine gute Opposition regiert mit. Ich habe das ja heute schon in meiner Rede gesagt, wenn man sich am Machtbegriff von Hannah Arendt orientiert, dann kommt man in der Regierung nicht einfach an die Macht. So eine Bewegung, Partei wie wir, die kommt nicht einfach an die Macht, sondern die hatte schon vorher Macht, sonst wäre sie gar nicht in das Amt gekommen. Also ich denke, man darf Amtsgewalt nicht mit Macht verwechseln. Das finde ich ganz wichtig, weil Macht, also im Sinne, dass man etwas gestaltet, Welt verändert, das kann man nämlich gar nicht, wenn man nur ein Amt hat.
Wenn man ein Amt hat und der Zuspruch der Bevölkerung fehlt einem, kann man nämlich auch dort nichts mehr bewirken. Wenigstens in der Regel nicht und nicht auf Dauer. Also das ist ein sehr dialektisches Verhältnis in der Demokratie. Es sei denn, man verwechselt Macht mit Gewalt. Gewalt können natürlich Leute immer ausüben, wo man denkt, sie haben Macht. Aber wenn man Gewalt ausübt, hat man seine Macht eigentlich schon verloren. Und ich glaube, das darf man einfach nie verwechseln. Das ist wichtig. In einer Demokratie ist es sozusagen deren Kern. Ja, und wir merken das heute an vielen Stellen. Eine lebendige Demokratie ist nur dann wirklich lebendig, wenn sie auch eine lebendige Zivilgesellschaft hat. So nennen wir das ja heute. Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige dialektische Beziehung. Insofern hat die Macht im Sinne, dass ich MP wurde, erstmal mal gar nichts mit mir gemacht. Und da wir immer eine Opposition gemacht haben, ob das Hasenkleber, Kuhn, Salomon, Bender, wer auch immer war, haben alle Oppositionspolitik nach dem Prinzip gemacht, dass wir sozusagen Opposition im Wartestand für Regierung sind, dass wir von denen nichts verlangen, was wir an den Stellen nicht auch machen könnte. Ich meine, cum grano salis, klar. Selbst bei Haushaltsberatungen haben wir das so gemacht. Und darum möchte ich mal behaupten, konnte ich ab dem ersten Tag sofort regieren. Obwohl das natürlich schon ein Schritt ist, gleich sozusagen ins Staatsministerium zu kommen. Also das war von daher erstmal kein Problem. Und wenn ihr die Opposition heute anschaut oder in den ersten 5 Jahren, sie hatte Probleme, etwas zu finden, was sie mir vorhalten konnte, dass ich was ganz anderes in der Opposition erzählt habe. Also das kann man jetzt sehr weit vertiefen. Ich will nur noch mal sagen, dass wir uns immer wieder erinnern, Macht bedeutet immer die Zustimmung von Menschen zu dem, was man machen will, weil man allein nichts machen kann. Und das sollte man festhalten. Nicht darum bin ich so ein großer Jünger von Hannah Arendt, weil sie das mir mitgegeben hat. Ja? Ich meine, ich war aber bei den Maoisten, da hieß der Spruch von Mao, hieß, die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Das ist das pure Gegenteil und eine vollkommene Fehleinschätzung, die Macht mit Gewalt verwechselt. Fritz Kuhn, auch lange Erfahrung als Oppositionspolitiker im Land, im Bund dann war Rot-Grün in der Zeit, als du im Bund auch Verantwortung hattest in Ämtern und jetzt Oberbürgermeister von Stuttgart. Landläufig sind Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte die kleinen Fürsten im Land. Wie ist deine Erfahrung jetzt, wenn du im Rathaus bist? Was kannst du gestalten? Wo kommst du an Grenzen? Wie ist es da mit der kommunalen Macht? Also man kann sehr viel gestalten. Die süddeutsche Gemeindeordnung gibt dem Oberbürgermeister ja große Möglichkeiten. Die Grenzen bei uns sind, ob wir im Rat eine Mehrheit haben. Und die haben wir nicht in Stuttgart. Also wir müssen uns bei jeder einzelnen Entscheidungen die Mehrheiten neu suchen. Dafür verbringst du viel Zeit. Aber jedenfalls andererseits 8 Jahre gewählt, das ist schon eine Legitimation, die ganz besonders ist. Und mir geht es wie im Winfried. Also die Zeit zwischen Opposition und Regierung ist eigentlich kein großer Unterschied, wenn du vorher die Opposition ernst gemacht hast, im Sinn von wir wollen und können auch eine Regierung sein, da hat sich nichts verändert.
Der Weg der Grünen dorthin war aber sehr lange. Das geht heute so fröhlich her, den ganzen Tag, 40 Jahre. Aber am Anfang war das auch ein ziemliches Gewürge. Das müsst ihr sehen. Wir haben uns ja nicht heute vor 40 Jahren hier gegründet, sondern erst mal nur versammelt und gestritten. Insgesamt hatten wir im ersten halben Jahr 4 Parteitage in Böblingen, Esslingen und noch wo, bis dann endlich Satzung und so Zeug dann möglich war. Und es gab extrem viele Formelkompromisse, die ein bisschen getragen haben, aber auch wieder nicht so besonders viel. Einheit in der Vielfalt war so ein Spruch von den Anthroposophen vorgetragen. Hat uns ein bisschen geholfen, aber nicht lange. Wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, sondern vorn war so ein Spruch, der zwar beklatscht wurde, auch heute noch, beklatscht wurde am Vormittag, aber letzten Endes hat es nicht ganz gestimmt, sondern es ging 40 Jahre um die Frage. So gab es vieles, was sehr schwierig war. Übrigens, ich finde heute, dass die größte Leistung, die wir vollbracht haben, die waren, also die Gründergeneration, dass wir es ausgehalten haben und zusammengeblieben sind. Es gab ganz viele Situationen, wo man eigentlich emotional gesagt hat, hätte, nee, das, also, forget it. Aber wir waren von den Grundideen der Grünen, der Ökologie und der Friedensbewegung und Feminismus doch so überzeugt, dass wir immer gesagt haben, wenn es kurz vor einer Spaltung oder einem Auseinanderlaufen der Grünen stand, diese Verantwortung haben wir. Und deswegen haben wir viel mehr ausgehalten, als man es eigentlich normalerweise tut. So, und ansonsten, ich habe mir überlegt, weil ich wusste, das wird ja eine Jubelveranstaltung irgendwie. Ist ja auch toll, wenn man feiert und so. Aber ich habe mir mal die Frage gestellt, gab es eigentlich Punkte, wo wir schlecht waren? Also wo wir was hätten anders machen können? Und eine Antwort ist natürlich, wir haben zu lange gebraucht, bis irgendwie der Kurs der komplizierten Partei so im Grundsatz entschieden war. Das finde ich immer noch so, dass wir vielleicht ein bisschen weiter wären, wenn wir da andere Bedingungen hätten. Beispiel, wir waren 98 nicht so besonders gut aufs Regieren vorbereitet. Wir hatten viele tolle Konzepte der Bundestagsfraktion, aber so richtig einfach war das irgendwie nicht. So, und zum Abschluss, wir waren im Sommer in Sizilien im Urlaub. Waltraud und unsere Söhne und ich sind über München geflogen, natürlich mit dem Zug über Pasing, dann zum Flughafen. Und am Flughafen hat eine Familie aus München mich erkannt und gesagt, und plötzlich sagte die Frau, ja, darf der da überhaupt fliegen? Und dann sagt der Mann, der ist doch Realo. Und da habe ich dann den Eindruck gehabt, es war doch gut, immer ein Realo zu sein. Also Realos dürfen fliegen. Okay, dann komme ich zu unserer journalistischen Beobachterin. Was hat aus deiner Sicht 40 Jahre Grüne, was hat die Geschichte verändert? Wie haben sich die Grünen verändert? Wie ist dieses Spannungsverhältnis von der Opposition in die Macht oder in die Regierungsgestaltung? Was hat es mit der Partei gemacht? Was hat es mit Personen gemacht, aus deiner Beobachtung? Ich würde auch gerne nochmal mit dem Beginn beginnen. Also ich würde auch gerne mal mit dem Beginn beginnen. Mir gefällt der Begriff Paradiesvögel nicht. Weil du hast es schon gesagt, so war das nicht. Ihr wart anstrengend bis auf die Knochen.
Wir haben Nächte verbracht in irgendwelchen Abstimmungs-, vor irgendwelchen Türen hineinhorchend. Ist jetzt kurz vor der Spaltung oder ist es nicht? Und Paradiesvogel, das hat ja sowas Schillerndes. Und da war gar nichts schillernd. Die erste Fraktion wurde gedemütigt im Landtag. Das kann ich als Beobachterin vielleicht auch einfacher sagen als du. Da gab es ein kleines Büro, da gab es ein wenig Geld. Es gab keinen Fraktionsstatus. Es gab Chefredakteure, die erklärt haben, die nächsten 6 Wochen möchten sie die Grünen nicht mehr auf der Seite 1 ihrer Zeitung sehen. Ich könnte Namen nennen. Und diesem Begriff Paradiesvogel wohnt ja sowas Leichtes inne. Und leicht war es gar nicht. Und es war auch ganz schwer, als dieser Wechsel von Wolf-Dieter Hasenclever, der ja nicht da ist, von den Ersten zu Fritz Kuhn und den Seinen zu vollziehen war, weil alle in meiner Kaste haben gesagt, die Grünen spinnen. Jetzt haben sie endlich Leute, die man einigermaßen kennt, jetzt kommen die Nächsten und die können das ja gar nie erfüllen, was die Ersten schon vorgelebt hat, haben sich alle geirrt. Und dann würde ich gerne was zu Winfried sagen und diesem, wir haben uns vorbereitet, in der Opposition aufs Regieren stimmt, ihr habt aber mehr gemacht. Und jetzt, da unten sitzt Waltraud Ulzhöfer, die weiß das schon, was jetzt kommt, weil ich das immer gern erzähle. Waltraud Ulzhöfer, ja, ich habe es jetzt nochmal nachgelesen, hat in der 9. Legislaturperiode, wir schreiben inzwischen die 16., sich mit einem Antrag und dann auch in einer sehr leidenschaftlichen Rede in der 71. Plenardebatte um die soziale Absicherung der Bäuerinnen befasst. Und da aus der Opposition heraus eine Debatte angefangen, die heute endet, wenn deine Frau Gerlinde Gselz verkauft vor Weihnachten, stehen da noch immer Landfrauen, die sagen, ihr Grünen, die Landfrauen haben 85.000 Mitglieder. Ich meine, das ist mehr wie die CDU zu ihrer besten Zeit in Baden-Württemberg. Die jetzt vielleicht den Namen von Waltraud nicht mehr kennen, du verzeihst. Aber die wissen, dass da mal Grüne gab und das ist ja weiter erzählt worden. Und das war ja keine Vorbereitung eigentlich auf die Regierung, sondern das war das Engagement an und um die Gesellschaft. Wir haben gesellschaftliche Veränderungen, Klimaschutz ist in aller Munde, es sind Hunderttausende auf den Straßen. Und Winfried, wir haben ja vorhin gesehen, du warst bei der Wahl von Lothar Späth damals in Gorleben, als er im Landtag gewählt wurde, weil du gesagt hast, das ist wichtig, die Atomenergie ist unser Thema, da muss ich hin. Und jetzt sind ganz junge Leute auf der Straße, du bist selber Ministerpräsident. Und in der Zeitung konnte man gestern ein Bild sehen, da war Winfried Kretschmann mit grünen Haaren, ein Mercedes-Stern auf der Stirn und der Aufschrift, der Käse ist grün und stinkt nach Feinstaub. Das war eine Botschaft an dich. Und es entsteht ein neues Spannungsverhältnis. Du bist jetzt Regierungschef und auf der Straße sagen sie, das geht uns alles viel zu langsam. Wie gehst du damit um und was macht das mit dir, wenn du sowas wahrnimmst? Finde ich ganz normal. Eine Nichtregierungsorganisation heißt ja Nichtregierungsorganisation. Und ich regiere, also ist das was anderes. Ja. Damit habe ich erstmal überhaupt kein Problem. Das hängt natürlich mit meiner Biografie zusammen. Ja. Das ist, ich merke das immer an Kollegen von der CDU, die jetzt keine so eine kurvenreiche Biografie haben, die tun sich dann schwerer damit. Ja. Ich natürlich nicht, weil ich so das ja selber mal gemacht habe. Ja? Also insofern habe ich damit erstmal überhaupt kein Problem, aber wirklich 0,0. Aber ist natürlich auch klar, so eine Bewegung wie jetzt die Fridays for Future, die klagen an,
die machen einen moralischen Appell und die mahnen eine bestimmte Richtung und tätiges Handeln an. Ja, das ist auch, wir sind alle glücklich und froh darüber, dass sowas wieder passiert. Nicht das. Dass junge Menschen eminent einfach politisch waren, sich einmischen und sich das, was sich da eingepreist hat, nicht einfach gefallen lassen. Ich meine, das ist einfach, wir merken das jetzt alle, dass jetzt nach kurzer Zeit wahrscheinlich Dinge gehen, die vorher gar nicht gegangen wären. Ja? Das merkt man ja an der Großen Koalition, wie die darauf reagiert. Aber ich kann natürlich, wenn ich mit denen jetzt rede, das geht nicht lange, dass ich mit denen streite. Das geht natürlich nicht lange, das kann auch gar nicht anders sein, weil bestimmte Grundprinzipien der Demokratie, dass man zum Beispiel Mehrheiten braucht, um regieren zu können, die werden ja dadurch nicht außer Kraft gesetzt. Ja. Also ich bin nach wie vor in der Koalition mit der CDU, da kann ich mit denen 10 Runden drehen. Ja. Nicht, und das setzt mir bestimmte Grenzen, aber mir setzt auch Grenzen meine Erfahrung und vieles andere mehr. Nicht, das heißt, es ist ein Unterschied. Insofern, man kann sagen, eine gute Opposition regiert mit, natürlich auch eine außerparlamentarische Opposition. Aber immer nur richtungsmäßig. Ich kann etwas in eine bestimmte Richtung schieben. Aber irgendein CO2-Gesetz, Bepreisungsgesetz machen kann man da nicht. Es muss eine Regierung machen und da kann man mit denen leicht in Konflikt kommen. Wir merken es jetzt ganz eminent mit diesem Volksbegehren Rettet die Biene, dass der Paragraph 34, der geht nicht. Der geht schlichtweg nicht. Dem werde ich niemals zustimmen. Weil ich kann nicht eine Politik machen, die einfach Tausende von Bauern über die sozusagen ins Nichts treibt. Das werde ich nicht machen. Ja? Also insofern entsteht da an einer bestimmten Stelle sofort, ja, das hat jetzt lang gedauert, bis wir das alles sozusagen die Folgen durchdacht haben. Auch das macht ja eine Bewegung nicht. Die hat ja nicht die Erfahrung, auch sozusagen jetzt das zu durchdenken, was das für Folgen hat. Das müssen wir machen. Das ist unsere Aufgabe und Pflicht. Da merkt man, aha, an der Stelle hätte das Folgen, die überhaupt nicht gehen, aus meiner Auffassung. Und das sehen wir oft bei Bewegungen. Stuttgart 21, der Brexit, das kann richtig schief gehen, ja, weil man bestimmte Folgen einfach gar nicht bedenkt und dann wird irgendetwas beschlossen, worüber man sich hinterher nicht freut. Nicht, weil sozusagen das eben so läuft, wie es läuft. Also da besteht einfach ein Verhältnis, das immer spannungsgeladen ist und auch sein muss, sonst werden eine Gesellschaft gar keine Gesellschaft. Und dass es dieses Spannungsverhältnis zwischen Institutionen gibt, ist klar. Und ich sage jetzt, dann höre ich gleich auf, nicht, die berufen sich auf zivilen Ungehorsam. Aber wenn man sich mal das Konzept des zivilen Ungehorsams anschaut, dann heißt es immer als ein ganz wichtiges Prinzip, der zivile Ungehorsam darf die Rechtsordnung insgesamt nicht in Frage stellen. Das heißt, er ist symbolischer Natur. Nicht? Also das heißt, das sind sozusagen dann Dinge, da ist auch Ende Gelände. Nicht? Und wir merken das jetzt an Bewegungen, die uns überhaupt nicht gefallen. Die rechte Bewegung, die Institutionen schleifen wollen. Die Institution attackieren als Institution, das ist was ganz anderes. Nicht? Insofern bedarf es auch immer der sorgfältigen Prüfung, was da
geschieht, nicht? Aber um das nochmal zusammenzufassen, dass das diese jungen Menschen tun, ist höchst erfreulich, wichtig und zeigt was von der Lebendigkeit von Demokratie, aber auch, dass Demokratie auf Dauer nie funktioniert, wenn nicht es auch immer wieder solche Bewegungen aus der Zivilgesellschaft gibt, die da ganz andere Töne reinbringen. Bitte. Ich glaube, eine zentrale Frage oder eine zentrale Herangehensweise. Eine zentrale Herangehensweise ist ja, wie groß ist der Faktor Störenfried? Also wie gehe ich da dran, wenn die vor meiner Tür stehen und da klopfen und mir als Oberbürgermeister, als Ministerpräsident oder als Regierungspartei oder auch Fraktion, apropos Fraktion, da kommen wir zu den Anfängen. Die Grünen sind auch in ihrem 40. an ihrem 40. Geburtstag noch für Überraschungen gut. Jeder hätte natürlich alles Geld verwettet unter meinen journalistischen Kollegen und Kolleginnen, was den Einzug von Andi Schwarz in den Landesvorstand betrifft. Aber das nur ganz nebenbei. Dieser Begriff, dieses auf Augenhöhe, das ist ja so unglaublich abgegriffen, weil jetzt begegnen sich ja neuerdings auch schon Fußballer auf Augenhöhe. Aber in der Demokratie ist ja wirklich wichtig, sind die Störenfriede, wenn die vor meiner Tür stehen, oder sind die ernst genommen? Und ich behaupte, dass die Schnittmengen so sind, dass es in der CDU gerade auch leider wieder unter den jungen Männern zu viele gibt, die zivilgesellschaftliche Bewegungen als Störenfriede bewerten. Und die Frage bei den Grünen wird ja sein, also wie lang ist so jemand wie du ein großes Vorbild für die politische Entwicklung und die politische Herangehensweise? Vielleicht verschüttelt und verrüttelt sie das, weil auch Grüne dann gern Karriere machen wollen, unbenommen. Und dann wird ja vieles dadurch anders sein. Da bleiben die Ziele richtig. Aber die strukturelle Herangehensweise wird sich dann dadurch verändern, wenn man sagt, wir sind jetzt auch keine Antipartei mehr, sondern wir sind im 40. Jahr etabliert und selbstverständlich wollen auch wir an bestimmten Stellen Karriere machen. Das mit der Antiparteienpartei, das ist ja untergegangen. Ja? Richtig. Auf Augenhöhe ist man immer im Argument. Das ist das Entscheidende. In solchen Streitigkeiten, das ist ganz entscheidend wichtig, auf der Argumentationsebene ist man auf Augenhöhe. Also zu denen sagen, ihr habt mal gar keine Ahnung und seid keine Experten, das geht mal gar nicht. Ja? Man ist im Argument auf Augenhöhe. Ja, die Augenhöhe wird dadurch hergestellt, ob ich fundiert und schlüssig überzeugen kann mit den Argumenten. Und das meint zum Beispiel Politik des Gehörtwerdens. Darum habe ich ja nicht gesagt Politik des Hörens, sondern Politik des Gehörtwerdens. Das heißt, der ist Subjekt. Die Gruppe, die ich höre, ist selber Subjekt. Das ist das Entscheidende. Das meint die Augenhöhe des Arguments. In der Entscheidung gibt es selbstverständlich keine Augenhöhe. Sondern sie entscheiden die verfassungsmäßigen Organe und nicht Demonstrationen, seien es auch Millionen. Das muss man sehen. Die Augenhöhe in der Entscheidung ist was vollkommen anderes. Die gibt's nicht. Es sei denn, sie machen eine Volksabstimmung, Volksbegehren, gibt's aber auf Bundesebene nur zu Länderneugliederungen. Also das heißt, im Entscheidungsprozess gibt's keine Augenhöhe. Das muss man wissen. Den Fehler haben wir zum Beispiel beim Nationalpark gemacht, das nicht klar genug gesagt. Entstehen enorme Missverständnisse und zum Schluss Verdruss. Also jeder muss wissen, wer entscheidet zum Schluss, auf welcher Legitimations- und legalen Grundlage. Also das muss man wissen, sonst geraten sozusagen die Demokratie
demokratischen Strukturen ja ins Wanken und ins Rutschen. Und das darf man natürlich nicht zulassen. Da muss Klarheit herrschen. Agnieszka, zu dir. Wie kommt bei dir dieser Protest der Fridays for Future-Bewegung an, die vielen jungen Leute, Schüler, die ja gerade beginnen, sich mit Politik zu beschäftigen, die auch emotional sehr stark engagiert sind? Was löst es bei dir aus? Du hast mal gesagt, die Grünen brauchen Pragmatismus, aber auch Visionen. Haben die Grünen noch genug Visionen, um auch diese Bewegung aufzunehmen und deren Ideen? Als Winfried gerade gesprochen hat, musste ich an eine Stelle aus den Jamaika-Sondierungen, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, denken. Ja, da haben wir so immer parallel, wir nannten das Stakeholder-Dialoge gemacht und zu jedem Thema die Zivilgesellschaft an einen Tisch geholt, gemeinsam mit denen die Verhandlungsstände diskutiert, transparent gemacht, die mitgenommen. Ja, und da hat Winfried irgendwann zu uns gesagt, seid ihr denn verrückt? Ja, das war so ein legendärer Winfried-Kretschmann-Ausbruch. Die heißen doch schon nicht Regierungsorganisationen, ne? Was machen die jetzt hier in unseren Sondierungen? Aber ganz ehrlich, ich finde auch das Wort Stakeholder-Dialog weniger schön als die Politik des Gehörtwerdens, aber im Kern ist es doch genau das. Und ich glaube, in den ersten Jahren, wo wir hier schon den Ministerpräsidenten stellen konnten, ist nicht aufgefallen, dass die Grünen zu der Zeit weniger Mitglieder hatten, ja, als die Junge Union in Baden-Württemberg, weil wir diese Verwurzelung hatten, weil wir diese Gesprächskanäle in viele Gruppen der Gesellschaft hatten, weil wir da gehört haben, was die Menschen bewegt, wo die Probleme sind, wo auch die Politik, die wir in den ersten Jahren gemacht haben, vielleicht nochmal nachgesteuert und nachgebessert werden muss. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns Grüne wirklich stark macht, auch wenn es natürlich, da hast du absolut recht, immer wieder an der Stelle auch Spannungen gibt. Und ich musste bei dem Parteitag heute ein paar Mal richtig schmunzeln, Winfried, insbesondere als ich deine Rede gehört habe, die ich wirklich großartig fand. So radikal habe ich dich irgendwie in den letzten Jahren nicht mehr gehört. Und ich glaube, auch das ist etwas, was Fridays for Future mit uns macht. Ja, die treiben ja auch uns an und das ist auch richtig. Die befeuern auch die Vision und das ist natürlich für eine Partei, die in Verantwortung ist, auch wichtig, weil man ist so sehr mit dem Alltagsgeschäft beschäftigt, auch ehrlich gesagt in der Opposition, in der Bundestagsfraktion, dass man diesen kritischen Blick von außen auch an der Stelle immer wieder braucht. Und ich musste zum Beispiel an einen Parteitag denken, ja, da haben Olli und ich für die Grüne Jugend zwei Anträge vorgestellt, sind gnadenlos untergegangen. Winfried Kretschmann, Fritz Kuhn haben uns in den Boden geredet und vernichtet. Ja. Der eine ging, die unsichtbare Hand des Marktes ist weder grün noch sozial. Winfried hat heute gesagt, die unsichtbare Hand des Marktes wird es nicht richten. Und der zweite Antrag war, wir wollten euch Abgeordneten das Fliegen verbieten. Ja, sind auch sozusagen gescheitert, ist aber auch gerade ein heiß diskutiertes Thema, wobei ich aber auch gelernt habe, ganz ehrlich, die Vereinbarkeit von Familie und Politik ist für Abgeordnete auch ein grüner Wert an sich und da gibt es keine Antworten, die immer nur schwarz oder immer nur weiß sind. Und vielleicht letzte Antwort auf die Frage, was macht Fridays for Future mit mir? Meine Fridays for Future Leute in Ravensburg haben mich gebeten und das kurz vor der Europawahl auf ihrer Demo zu sprechen als einzige Politikerin. Ich durfte auch nicht sagen, dass ich bei den Grünen bin. Und ich stand da vor der Bühne und ich hatte ohne Witz echt Tränen in den Augen aus zwei Gründen. Der eine war, als ich wirklich gedacht habe, hey, als ich bei den Grünen angefangen habe, da war es eben nicht cool. Boah, und wie toll wäre es gewesen, wenn es vor so vielen Jahren schon so viele junge Menschen gegeben hätte, die diesen Impuls gehabt hätten. Und das zweite war, hey, ich bin jetzt irgendwie junge Mama und diese Leute gehen da auf die Straße und schwänzen die Schule und verpassen ihre Bildung, damit die auch nochmal eine vernünftige Welt hat. Und der allerletzte Gedanke war dann, shit, ich kann da jetzt nicht hochgehen mit Tränen in den Augen. Ja, für die bin ich schon total alt und wenn ich da wie so eine rührselige Tante rüberkomme, dann war das letzte Mal, dass mich Fridays for Future eingeladen hat, bei Ihnen diese Rede zu halten, wofür ich wirklich sehr dankbar war. Also, ich glaube, dass die Fridays for Future Bewegung zu einer Hegemonialverschiebung in Europa und in der Welt führt. Und ich finde auch diese Machtfragen, die Winfried vorher thematisiert hat, im positiven Sinne, die haben immer eine Voraussetzung, nämlich kulturelle Hegemonie. Du kommst dann an eine Macht in einem positiven Sinne, wenn du verstehst
und hörst und schaust, was sich in der Gesellschaft verändert. Ich will das mal am Beispiel sagen. Die Fridays for Future Bewegung kommt jeden Freitag auf meinen Marktplatz und schreit laut. Ziemlich gut, wie ich finde, orchestriert und so. Also meldet eine Hegemonie an im Sinne, wir sind nicht mehr bereit, das, was die Wissenschaftler uns sagen, nicht zu glauben, sondern wir wollen, dass endlich was geschieht. So. Und die Grünen haben die Wahlen gewonnen jetzt. Erstens, weil wir die europäische Partei sind, also ausdrücken konnten, dass wir vom Herzen her für Europa sind. Und zweitens, weil die Leute gesagt haben, ja, Klimaschutz, da haben die am meisten Ahnung. Machen sie ja schon 40 Jahre. Also wir haben die Hegemonie repräsentiert, die die jungen Leute verschoben haben. Was ist passiert in Stuttgart? Die CDU hat nach der Wahl die Spitzen erklärt, schlau, vermeintlich, wir müssten uns jetzt auch mit solchen Wohlfühlsthemen beschäftigen wie Klimaschutz. Versteht ihr, wer Klimaschutz als Wohlfühlthema beschreibt, der zeigt ja allen, dass er nur ein taktisches Verhältnis dazu hat und kein wirkliches Verhältnis. Also so. Und ich finde, der Beschluss gestern vom Kabinett oder von den Koalitionsspitzen, der wird sich als großes Desaster erweisen, zuerst für die SPD und später auch für die CDU. Ich will mal sagen, warum? Vor 40 Jahren hat eine große Rolle gespielt, deswegen sind auch viele von der SPD rübergekommen zu den Grünen, Hasenclever und ich zum Beispiel, weil Helmut Schmidt zwei Jahre davor, 1977, auf einem SPD-Parteitag in Hamburg, einen Grundsatzbeschluss voller Euphorie für die Atomkraft beschlossen hat. Das Bekenntnis der SPD zur Atomkraft. Und das war die erste Phase ihres Niedergangs, obwohl sie danach noch mal stark waren, aber das haben sie eigentlich nicht verstanden bis heute. Und ich finde, dass dieses Kohlegedusel, was sie immer noch haben, ich meine, das Schlimmste gestern an dem Beschluss war ja, dass man an dem Kohleausstieg bis 38 nichts verändern will und noch 40 Milliarden da reinschmeißt in die Löcher, die die Braunkohle hinterlassen hat. So. Und das Schlimmste ist, dass das nicht aufhört bei der SPD. CDU wird aus anderen Gründen unter dem Beschluss zu leiden haben. So. Und warum ich das sage, ist, die Grünen sind deswegen so stark gerade, weil wir die Hegemonie nicht nur erkennen, sondern auch repräsentieren. Das treibt uns um. Das tut uns weh, wenn das Klima zerstört wird. Wenn man wieder besseren Wissens Kohle bis 38 noch verbrennen will. Oder wenn man jetzt sagt, das Auto, ja, das müssen wir schon ein bisschen verändern, aber sicherheitshalber machen wir den Sozialausgleich ab dem 21. Kilometer durch Erhöhung der Kilometerpauschale. Leute, das ist so Banane und neben dem, was eigentlich ansteht, dass das nur in uns ins Blatt spielen kann. Also deswegen, das ist mir wirklich wichtig, immer Machtverschiebungen gehen immer kulturelle Hegemonialverschiebungen voraus. Antonio Gramsci steht für diese Vorstellung. Es muss sich kulturell was verändern und das repräsentieren wir derzeit. Und deswegen kann ich nur sagen, dass es eine weltweite Jugendbewegung ist, die da protestiert, ist für uns extrem wichtig als Grüne Partei. Da können wir jeden Tag dankbar sein. Spannend ist, wie die Bewegung sich weiterentwickelt. Das ist nicht ganz ungefährlich an der einen oder anderen Stelle. Die kann auch überdreht werden und schwierig werden. Also im Sinn von, wenn du als junger Mensch glaubst, es geht jetzt um den finalen Endkampf der Existenz, dann musst du dir natürlich kannst du dir leicht die Frage stellen, welche Mittel sind dann erlaubt? Und dann wird der Punkt, den Winfried vorher angesprochen hat, aber nicht die Legitimität des Rechtsstaats in Frage zu stellen. Ganz wichtiger Punkt. So. Aber im Grunde ist es eine positive Strömung nach dem Muster. Es war ja unser Gründungsmodus. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Und jetzt ist es ein bisschen schärfer. Niemand ist berechtigt, die Erde zu zerstören. Und deswegen muss man wirklich umkehren und vieles, vieles anders machen. Konkret nachgefragt.
Du sagst, das hat selbst die CDU dazu gebracht, zu sagen, wir müssen jetzt das Thema aufgreifen. Macht dir das Arbeiten im Rathaus das, damit leichter? Das muss ich nochmal gut, dass du nachfragst. Das gerade nicht. Die CDU hat es nicht begriffen, was sich da hegemonial verschiebt, sondern sie macht es ja taktisch, wenn ich sage, das ist ein Wohlfühlthema, der Klimaschutz, das müssen wir jetzt auch machen. Das ist ja so Parteizentrale von irgendwelchen Fifis ausgedacht, aber das ist doch nicht wirklich verstanden, um was es da geht. Dann hätte die Frau Merkel jetzt sagen müssen, jetzt ist Schluss mit lustig, wir verteuern systematisch und zwar sofort den CO2-Ausstoß das steht im Vordergrund. Und sie hätten nicht 65 Maßnahmen vorgeschlagen, sondern 4, wenn sie es ernst gemeint hätten. Also das haben sie ja nicht gemacht und dann ist immer die Angst vor der Wirtschaft, die könnte ja vielleicht dagegen sein. Ja? Und das funktioniert doch alles nicht mehr. Und das ist der Punkt, den ich sagen wollte. Beide Parteien werden an diesem Beschluss keine Freude haben, sondern weil sie eine Hegemonie, eine Zeitströmung, die entscheidend ist, nicht verstehen. Und taktisch da irgendwie runterbuchstabieren. Das wird schiefgehen. Ich habe mich in der Vorbereitung auf den heutigen Abend gefragt, wie das mit dem Liefern ausschaut. Also die baden-württembergischen Grünen irgendwie gefühlt auf dem Weg zur absoluten Mehrheit. Ich meine es gar nicht so lustig, der unter einem, ich meine 38% in der Demoskopie sind noch kürzlich unvorstellbar gewesen. Da kommt ja ein Erwartungsdruck, auf der Straße sind die FFF-Kids, ihr seid alle hoch motiviert, die Bundesregierung liefert nicht, aber im Land ist man so mächtig, um dieses Wort auch nochmal in den Mund zu nehmen, dass ja auch auf dem Weg zur nächsten Landtagswahl und vor allem in der nächsten Legislaturperiode dann doch geliefert werden muss. Du nimmst mir fast das Wort aus dem Mund. Ich habe ein eigenes Mikro, danke. Winfried, 38% ist Demoskopie, Umfragen sind keine Wahlen, das wissen wir. Aber du hast ja vorhin selber gesagt, die Macht lebt auch von der Zustimmung, die ich habe als Regierung. Die Zustimmung wächst und damit entsteht natürlich auch große Erwartung. Was würde es bedeuten, wenn man in dieser Größenordnung in der Landtagswahl herauskäme 2021? Was würde sich damit verändern? Das kann ich nicht beantworten. Das hat immer eine gehörige Dialektik. Gehörige Dialektik. Die Fraktionäre können sich erinnern, nach dem fulminanten Kommunalwahlergebnis habe ich gesagt, aufpassen, macht sofort Bündnispolitik. Sonst verbünden sich die anderen gegen euch und da macht ihr nämlich nichts aus dem Sieg. Verband Region Stuttgart, siehst du sofort, wie das geht. Das ist eine ganz alte Frage, die schon Sokrates mit den Sophisten besprochen hat. Er hat ja gesagt, die Sophisten haben gesagt, die vielen Schwachen können den Starken sozusagen einkreisen. Also das unterliegt einer Dialektik und ich habe jetzt bei dem Zukunftsforscher, den wir in der Fraktion haben, ein neues Wort gelernt, erfolgreich siegen. Ja. Also das ist die Herausforderung, das kann ich dir nicht beantworten, das hängt von den Partnern ab, von den Gegebenheiten, die es da gibt. Ich meine, wenn mich jetzt die Fridays for Futures richtig ankoffern, dann hätte ich schon mal Lust zu denen zu sagen, hallo, jetzt besorgt uns mal eine absolute Mehrheit bei der Bevölkerung. Dann gucken wir mal. Ja. Kurz nachgefragt, 38% würde aber bedeuten, gegen Grün kann nicht regiert werden. Das heißt, super. Das heißt aber auch, im Umkehrschluss, Grüne können sich ihre Partner aussuchen.
Und damit entsteht natürlich auch eine Menge Handlungsfreiheit. Was kann man aus so einem Mandat machen? Was würdest du aus so einem Mandat machen wollen? Ja, das muss man dann verhandeln, was man sich da aussucht und was sich da ergibt. Erstmal ist da nicht ganz so, wir werden mit der AfD noch nicht mal reden oder sondieren. Also geht es nur mit den anderen. Das ist dann eine Frage der Verhandlung, der Abschätzung, wie man das taktisch und strategisch einordnet, nicht? Ich merke jetzt natürlich, ich regiere ja nur große Koalitionen. Erst mit der SPD ein Mandat mehr, jetzt einige mehr. Würde mich schon mal interessieren, wie das ist, in einer kleinen Koalition zu regieren. Ja. Das fände ich jetzt auch mal spannend, ja, ganz grundsätzlich, weil ich glaube, bei großen Koalitionen ist ein Problem, ab dem ersten Tag ist die Frage, wer stellt den nächsten MP? Es unterzieht die ganzen Sachdebatten, und wenn man die mal los hätte, würde mich mal interessieren, ist es dann anders? Ja? Leichter oder schwerer, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das wird, fände ich schon mal interessant, ohne jetzt da Spekulation anheizen zu wollen. Also das muss man sehen, aber es ist tatsächlich nur noch ein bisschen früh, wir sind dann nicht im Wahlkampf, aber das wäre schon mal ein wichtiges Wahlziel, dass gegen uns nicht regiert werden kann. Aber wie gesagt, wir sind nicht im Wahlkampf, den sollte man jetzt auch wieder mal beenden. Wir müssen dieses Land noch ein Jahr mindestens ordentlich regieren. Denn ich erinnere daran, die Legislaturperiode ist ja von 4 auf 5 erweitert worden, damit man ordentlich was hinbekommt. Wenn man jetzt willkürlich 1,5 Jahre vor mit dem Wahlkampf ist, ist ja dieser Beschluss sinnlos gewesen. Also davor kann ich wirklich nur warnen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir uns mit der CDU committen in dem letzten Jahr und gucken, dass wir das Land ordentlich hinbekommen. Du hast jetzt natürlich mit meiner Rede heute ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt. Ich habe natürlich sofort gefragt, ja, was war jetzt mit der Rede heute? Ich will mal ehrlich so sagen, wahrscheinlich hätte ich so einen radikalen Sound ohne die Fridays for Future nicht gemacht. Nicht, weil ich das nicht auch ohne die genauso empört hätte, sondern ich hätte wahrscheinlich gedacht, bringt nichts. Wenn du jetzt radikalen Schmus verzapfst, bringt nichts. Ja, darum lasse ich das auch in der Regel. Aber das ist einfach der Rückenwind, wo man wirklich dann ernsthaft die Hoffnung haben kann, dass auf dem Grund des Drucks, den die auf alle machen, das Ding auch nochmal gekippt wird. Versteht ihr? Radikale Reden zu schwingen, nachher kriege ich das nicht gebacken. Das macht für einen MP wenig Sinn. Ja? Deshalb ist es immer eine Frage der Relevanz. Also insofern hat das sofort in mir gearbeitet, Agnieszka. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich wahrscheinlich ohne die Fridays for Future nicht so aufs Blech gehauen, wie ich es heute gemacht habe. So, nachdem mir die Regie schon bedeutet hat, die Zeit läuft, wir sind schon fortgeschritten, war das ein schönes Schlusswort, Winfried. Dein Schlusswort, Agnieszka. Wenn es auch im Bund so weiter nach oben ging, es haben ja schon manche von einem Bundeskanzler Robert Habeck geträumt oder sonst was, aber denken wir mal jetzt wirklich an eine starke grüne Regierungsbeteiligung, was wären deine Essentials, was muss da kommen?
Also es ist auf jeden Fall der Klimaschutz. Die Frage, wie wir eigentlich die Versprechen, die wir in Paris ja gegeben haben, auch konkret einhalten können. Es ist die Frage des solidarischen Zusammenhalts, wie wir allen in unserer Gesellschaft eine Chance geben. Und ich finde es einfach unerträglich, dass in so einem reichen Land wie Deutschland es immer noch Kinderarmut gibt. Und dann natürlich auch die Fragen von Menschenrechten, von offener Gesellschaft, von klarer Kante gegen rechts und in einer Welt der Trumps, Putins und Bolsonaros braucht es natürlich auch eine Kraft, ja, und da sieht man den Außenminister Maas, der wirklich sowas von blass ist, die sich für unsere Friedensordnung einsetzt und sich da wieder stärker engagiert und sich angesichts dieser Krisen und der schwierigen Fragen einfach wegduckt, auch wenn natürlich Grüne in der Regierung die Welt alleine nicht retten können und oft genug scheitern werden. Aber ich finde, dieses wenigstens zu versuchen, ist etwas, was dringend notwendig ist in dieser Welt. Und vielleicht ein letzter Satz. Wegen solcher Antworten wie gerade, ja, Winfried, du hast gebetet für Angela Merkel und ich habe echt gebetet, dass du nochmal antrittst, weil so eine Offenheit, so eine Ehrlichkeit und so eine Souveränität, die haben wenig Politiker in der ersten Reihe und das ist das, was dich so großartig macht. Fritz Kuhn, wie viel Rückenwind bekommt die Kommunalpolitik durch diese jugendlichen Energien auf der Straße, die treiben, die antreiben, sagen, ihr müsst jetzt endlich was tun? Wie viel ist jetzt mehr machbar? Also es ist auf jeden Fall mehr machbar. Ich will das für Stuttgart an einem Beispiel sagen. Wir hatten ja überschüssiges Geld aus dem Jahr 18. Und ich habe sofort, damit es nicht irgendwo versumpft oder uns später von der Landesregierung wieder abgezogen wird, was übrigens auch vorkommt, habe sofort gesagt, wir machen jetzt für die Stadt Stuttgart ein Klimaschutzprogramm mit 200 Millionen, das ist auch für Stuttgart viel, wo wir Maßnahmen in der Stadt Stuttgart machen, die schneller wirken sollen als das, was wir ohnehin machen würden. Da konnte niemand, auch denen es nicht besonders gefallen hat, sagen, nö, das geht nicht, die mussten alle zustimmen. Nächste Woche füllen wir das Programm auf, wo wir die 200 Millionen ausgeben. Und ich bringe das als Beispiel, weil das natürlich eine Stärkung ist, denn ohne eine eigene Mehrheit hätte ich den Beschluss nie durchgebracht. Mit den Fridays auf dem Marktplatz habe ich ihn durchgebracht. Also wirklich eine Stärkung. Brigitte, reicht das an Ambition für Grün für die nächsten 10 Jahre bis zum 50. oder muss da noch mehr kommen? Das ist eine wilde Frage. Wie geht es mit den Prognosen, die in die Zukunft reichen? Ich glaube, es muss mehr kommen, vielleicht auch ein bisschen anders. Ich will mich jetzt aber nicht verlieren in... Wie soll dieses Meer ausschauen? Ich will noch mal was zum journalistischen Blick da drauf sagen. Es gibt ja eine ganz klare Regelung. Also Faschisten haben auch im Journalismus, und wenn man nur so distanziert und zurückhaltend und abwägend ist, Faschisten haben nur Antifaschismus verdient. Das muss auch für Journalisten gelten. Und bei den Grünen ist es jetzt so, dass man ja ehrlicherweise sagen muss, wer Menschen liebt, wer die Menschheit liebt, muss sich wünschen, dass die Grünen Erfolg haben. Und da... Ja, und deshalb fällt mir das mit den Prognosen so schwer, weil es eh schon so schwer ist, in der Gegenwart da richtig zu surfen. Ich möchte... meinen journalistischen Abstand nicht verlieren und ich möchte aber, dass die Grünen viel Erfolg haben. Diesen Spagat dürfen alle weiter betrachten. Herzlichen Dank für dieses abrundende Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch als Gäste hier in diesem Talk. Wir sind ein bisschen über die Zeit geraten, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Es gab neue Erkenntnisse über mögliche Bündniskonstellationen. Und jetzt ist, glaube ich, Party angesagt. Danke nochmal an alle und euch noch einen schönen Abend und eine schöne Feier.